Ich hab grad gewackelt beim Reingehen. Wahrscheinlich ist es noch woanders irgendwie, oder? Aber das hier ist eigentlich... Oder die Tür am Anfang gleich hätte die sein müssen, wo ich die Schlüssel brauche. Aber offenbar brauchte ich hier nicht. War voll ein Bug. Ist es irgendwie komisch, das Spiel gerade? Egal. Weil ich... Da steht auch in der Lösung Katakomben. Dass hier, hier statt nichts von Katakomben, ne? Das mag auch nur einfach Interpretation des Schreibers sein. Wer weiß. Sie finden immer... Nachdem sie das Portal der Binge geöffnet haben, bleibt der Schlüssel im Schloss stecken. Ich habe hier kein Portal geöffnet. Aber wahrscheinlich war aber nur der Eingang gemeint. Auch das hier so eine... Naja, sprachliche Freiheit nehme ich an. Moment. Im ersten Level östlich im Nebenraum einen heißen Kohlebecken. Ich bin noch im... Bababa. Das Metall ist euch völlig unbekannt und das Becken ist wesentlich schwerer, als ihr vermutet habt. Nein. Das da, wo es ist. Ach, guck mal, da ist ein Schlüsselloch, sehe ich gerade. Da muss ich wohl rein. Okay. Mal sehen. Ein leises Klicken bestätigt, dass das Schloss entriegelt ist. Gleichzeitig rastet der Schlüssel im Schloss ein. Ah, alles klar. Beinahe geräuschlos gleitet der rechte Flügel nach innen auf. Dann ist erneut ein leises Klicken zu vernehmen und der Flügel bewegt sich wieder auf euch zu. Leise schließt sich der Portalflügel. Portal, okay. Vor euch mit einem Klick verriegelt sich das Schloss und gibt die Schlüssel wieder frei. Hä? Ich denke, da stecken. Der Schlüssel steht da oben in der Lösung drin. Trotzdem falsch! ja. Wieder rastet der Schlüssel im Schloss ein und der rechte Flügel gleitet nach hinten. Schnell Schiff hier durch die... Ach so, okay. Der bleibt auf meinem drin, der Schlüssel, aber ich bin trotzdem durchgehuscht. Oder wie, oder was? Keiner eurer Schlüssel passt in das Schloss. Ich komme nicht mehr raus. Auch mit Dietrich ist das Portal nicht zu öffnen. Schließlich müsst ihr feststellen, dass auch dein Vorarm das Portal nicht zu bewegen vermag. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als nach dem passenden Schlüssel zu suchen. Okay. Zwergenleiche. Ein Skelett liegt direkt vor dem Hauptportal. Der Wesungsgrub ist längst zerflogen, außer ein paar Knochen und einer kleinen Ledertasche ist nichts am Tod übrig geblieben. Tasche Boron lassen, was das Boron ist, natürlich. Wir sind hier in heiligen Gebieten und da habe ich Angst, was Falsches zu machen. Schloss knacken. Ich gehe nach Westen gerade, ich wollte nach Osten. Hä? Ach so, weil es... Ich kam von hier natürlich irgendwie sinngemäß, habe ich dann Norden gerade aus dem Kopf, aber hier ist Süden, deswegen ist das jetzt falsch gewesen. Im Osten sieht es dieses Kohlebecken, wo ich hin wollte. Das könnte es auch schon sein. Kohlebecken untersuchen. Metall, aber... Wollt ihr es versuchen? Ja. Durin. Okay, cool. Finger eingeklemmt. Ihr schiebt das Becken beiseite. An der Stelle, wozu das Becken gestanden hat... Ich habe zuvor zuerst gesagt, egal. Zeigt sich ein Fleck hell gegenüber dem übrigen Gestein ab. Taya untersucht den Fleck eingehen, kann damit nichts besonders entdecken. Noch einmal müht ihr euch herrlich heftig das bewegen und bababa, nichts passiert. Dann war das wohl nicht das, was in der Lösung erwähnt wurde. Doch. Ah. Oder die Kohle untersuchen? Ein Ring, siehst du. Mit einem eher gelangweilten Blick durchwühlt Firion die Holzkohle, doch plötzlich tritt er näher und beginnt aufgeregt darin zu wühlen. In wenigen Augenblicken legt er einen kleinen Ring als dunkelroten schimmernden Metall frei. Ja. Und hier, ich kann auch nichts aussuchen. Es steht, in der Lösung steht, dass ich mir einen aussuchen soll, den ich das machen lasse. Und ich meine Taya, weil es in Malus auf die Fingerfertigkeit kommt. Ich mache zumindest innerhalb dieser Binge noch. Aber egal. Mach mal. Plötzlich flammt die Kohle im Becken auf. Mit zusammengebissenen Zähnen zieht Firion den Ring aus seiner glühenden Kohle. Seine Hände schmerzen fürchterlich. Zack, 10 Punkte runter. Der Ring besteht offensichtlich aus dem gleichen Material wie das Kohlebecken. Obwohl er in den Flammen gelegen hat, fühlt sich das Metall kühl an. Guter Ring. Richtig guter Ring. Den er gar nicht hat, übrigens. Hat er wohl Taya bekommen. Oder der Ring ist einfach weg jetzt, weil ich Inventar voll hatte. Sehr schön. Ah, das lohnt sich doch. Tja, da muss ich neu laden. Das ist doch nicht wahr. Ja, laden, ich speichere. Na gut. Hat sich... Mist. Hat sich ja gelohnt. Nochmal, bitte. Eieieiei, das ist ja peinlich. Zack.
Die Mucke ist geil hier drin. Mal wieder. Also die Musik ist echt super in dem Spiel. Kann man nichts sagen. Ja, wollen wir. So, mein lieber Freund, das geht so nicht. Du musst einen Zauberdank abgeben an, sagen wir mal, Samira. Cool, Untersuchung. Firion, schon wieder Firion. Offenbar immer der gleiche. Ja, ach mal, das stand eben nämlich nicht da, diese Option. Ja, wollen wir natürlich. Ach so, ich muss nochmal versuchen. Das war eben echt nicht gewesen. Ja. Komisch. Das war eben ganz anders gewesen. Ja. Hä? Ja. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt habe ich ihn. Ich muss diesmal tausendmal versuchen, das ist auch unglaublich. Aber jetzt ist er zumindest da, der Ring. Das ist doch ein Fortschritt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wem ich es am besten geben soll. Ne, warte. Geben sollte, aber ich muss natürlich am Zauber sprechen. Hellsicht, Analy. Ringrot. Richtig. Alp versinkt mir. Ein Schutzring erhöht die magischen Abwehrkräfte gegen sehr beliebt bei Torwahlen. Okay. Soweit ich weiß, wird dadurch jetzt speziell Feuer eliminiert. Ich mach's mal mit dem Heldenanführer. Zack. Magieresens ist dabei auch nicht gestiegen. Null. Aber soweit ich weiß, natürlich gegen Feuer bloß. Egal. Das hat er echt. Minus 17? Da stand noch minus 10. Alter. Das ist also bösartig. Egal. Wie gesagt, es gibt nur überschaubar viele Kämpfe drin. Ihh. Ein Typ. Da sollte mir das nicht allzu viele Probleme bereiten. Hey! In einer breiten Nische ist ein immer... Ach, da dachte ich mir fast, dass es Ingerim sein soll. Aber ich habe ihn ganz gesehen als Geisterversion. Das sah anders aus. Ein Ingerims-Bildnis von etwa 2,5 Schritt Größe in die Wand gemeißelt. Wollt ihr das Bild untersuchen? Ich weiß nicht genau. Was sagt denn die Lösung? Ja? Zweifelsohne ein süßes Kunst. Ja, super. Okay. Danke. Dann gehen wir wieder mal, würde ich sagen. Das war nämlich alles. So, Karte erkundet. Hätte ich jetzt natürlich das Taya machen lassen mit ihrer Fingerfertigkeit, wäre sie jetzt ziemlich gearscht, weil sie die ganzen Schlösser aufmachen muss, ne? War schon sinnig, das anderen machen zu lassen, keine Frage. Oh, was ist denn hier los? Oh, nach oben? Achso, innerhalb des Dungeons immer noch. Was haben wir hier Schönes? Direkt unter euch und über euch sind große Eisenkrampen in regelmäßigen Abständen in dem Schacht befestigt, sodass sich eine provisorische Stiege ergibt. Der Schacht reicht in beide Richtungen weiter als der Schein. Gar nicht eigentlich. Danke der Nachfrage. Ich ahne, dass ich hierfür das Seil gebraucht hätte in meiner Erinnerung. Wie gesagt, entweder war es ein Seil gewesen oder aber ein Brecheisen oder irgendwie was in der Richtung, aber das hier braucht ein Seil. Ich meine, ich habe ein Seil, weil ich ja Alp dabei habe mit seinem Zauber, mit seinem Stabzauber. Aber es wird nichts erwähnt in der Lösung von diesen Dingens. Also lasse ich es erstmal. Oh. Das war nix. Jetzt war es was. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen darf. Da habe ich gerade Bammel vor. Zumal ja auch tatsächlich die Lösung jetzt nur das eine erwähnt hat im ersten Level, der Rest sagt er bloß im zweiten Level des Dungeons. Ich mache mal eben ganz kurz Test 2. Also Test 1, aber zweiter Test, Spielstand. Nur aus Spaß und der Freude. Hoppala. Oh. Ich meine, da ist schon cooles Zeug drin, ne? Kann man ja nichts gegen sagen. Kampfstab, Wolfsmesser, Kraftgürtel. 2 Stück. Die soll ich mir nicht mitnehmen? Zack und bumm. Hammer. Das Geld ist mir egal, aber Kraftgürtel. 2 Stück. Zack, bumm. Hammermäßig. Krass.
Da habe ich zwei neue. Bam, hier, die zeige ich auf jeden Fall. Ganz wichtig. Also ich bitte euch, das kann man nicht liegen lassen. Trotzdem würde ich das immer nachfragen. Kampfstab ist ja kein... Nee. Brauche ich also eigentlich nicht. Ich meine, ich weiß eben jetzt den Zorn des Gottes, ob ich geholt habe. Dokument, was sagt das gerade zu mir? Das... Dankbar, belagert... Nee. Auf Mafene jedenfalls gerade die ganzen Vokale. Dirkenbart belagert... An... Lo... Oh, was? Luwang jedoch von... Und was ist bei N ändern für den Buchstabe? Das kann da sein. Sang beherrschen findet ihn und ihr kommt ungeschehen aus des Krieges. Ja. Ich weiß ja, was zur Absicht ist. Was schon hier? Da Trippenrakt? Oh ne, war das in zwei Wörter wahrscheinlich, ne? Genau, hier. Da Angbert brüllt sich nach Luwangen. Doch. Keine Ahnung, ich bin ja, ist aber egal. Mit Luwangen bin ich abgeschlossen, das ist eigentlich im Prinzip egal, was ich da noch mache. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das will ich auch haben, das auch. Hier, das kann ich Vier immer antun, oder was? Was ist das? Ist das Gift? Ist das was zu trinken? Ich weiß es nicht. Und was ist das? Weiß ich auch nicht. Benutzen. Toll. Vielen Dank. Hilft mir nicht weiter. Lieber Firion, benutzt das mal. Ja, immerhin 5 Punkte. Lohnt sich. Jetzt schmeiß weg das Ding. Tja. Also ich weiß halt nicht... Warte mal kurz. Ach, das ist ein Wolfmesser. Stichwaffe. 9 bis 4. Na? Genau das gleiche. Nur schwerer und sieht ein bisschen hübscher aus. 50 Unzen, das ist weniger auf jeden Fall. 35. Ja, dann bleibe ich mal bei dem anderen Dingens, aber... Nett, ist es trotzdem? Ich kann ja mal gucken, ob es vielleicht Magie hat irgendwie. Zaubersprechen. Heilsicht. Analy. Wo haben wir es denn? Hier nicht. Wolfsmesser. Schade. Wäre dann natürlich super gewesen, aber so braucht das kein Schwein. Ich habe halt ein bisschen Bammel, dass es sich negativ auswirkt, ne? Nichts weiter. Aber steht nicht direkt was dazu? Ich weiß nicht. Oh, noch mehr Zeug. Alchemie-Set. Kristallkugeln hier mit. Dokument. Hey, neuer Dolch. Es ist ja doch verlockend, ne? Nicht verwendbar? Okay. Ja, der eine ist vergiftet, der andere nicht. Oh, das sind die von Haus aus. Ach, da muss nicht verwendbar, alles klar. Die sind von Haus aus vergiftet, okay. Der gleiche nochmal im Prinzip. Ist ja auch nicht verkehrt, schätze ich. Was hat dieses Dokument hier? Kennen wir schon. Das andere Dokument macht was? Oh. Sehkraft nie. Oh, das muss ich echt screenshotten und dann nochmal für mich alleine lesen. Das ist so anstrengend, weil es auch nach Zeit wieder weggeht, einfach von ganz alleine. Sieht aber hier eher so aus, als wenn die Buchstaben vertauscht wurden, oder? Ja, ja. Eine, das sind, oder doch nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob es vertauscht wurde. Oder doch was anderes? Will. Ich bin mir echt nicht sicher tatsächlich. Also es ist merkwürdig. Oder warte, ganz andersrum lesen. Dankeschön. Das meine ich damit. Habe ich nicht gemacht gerade. Benutzen. Eine Dinge. Was? Schon mal falsch. Das kann jetzt ergehen. Ist ja kein Sinn, oder was? Dinge, viele Etagen. Etagen, ah! Eine Dinge, viele Etagen tief
Ach, meine Güte, rückwärts ist echt nicht so weit. Aber es ist auch mal nur rückwärts geschrieben. Aber dann wiederum, weiß ich nicht, was Hes sein soll. Und Fag und ein ist auch mir sinnfrei. Kann nicht ganz rückwärts sein, eigentlich. Esru. Ja, Esru. Genau. Bin mir nicht sicher. Hier ist auch nicht einfach. Es ist teilweise rückwärts und teilweise auch nicht irgendwie. Wie gesagt, ein paar Sachen kommen nicht hin. Dera. State ist ja kein Wort oder was. Will. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht behalten können. Öffnen. Mit einem lauten Knarren verkantete ihr Schloss im Werkzeug. Als Zaya fuchtelte mit samt Prügelhänden, Dietrich sind wohl verloren, aber wenigstens Truhe offen. Hey, hey! Über und über mit verrotteten Lumpen und verrosteten Plünder gefüllt, ausschließlich hat Taya laufen und zieht ihre Hand aus in Höhe. Ein rostiges Tellereisen umschließt das Handgelenk, nachdem ihr es vorsichtig entfernt habt, beginnt Jad anzuschwillen. Oha! Verbissen beginnt Taya aus der Truhe zu wühlen. Feuerpulver. Lohnt sich. Tja. Das war wohl die Strafe der Götter gewesen, ha? Nur das Feuerpulver, das da. Tja. Wie gesagt, ich glaube, ich sollte am besten gar nichts mitnehmen. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen länger aufnehmen, aber aufgrund dessen, dass ich gerade bin, wo ich bin, will ich doch mal über die Kartenmaterialien, die ich habe, studieren und gucken, was hier in Ordnung ist oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, für heute auf jeden Fall ist es dann das Ende des Let's Plays. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei dem schwarzen Auge Sternschweif. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao!